Neue Woche, neuer Evocast. Yo Leute, willkommen in der neuen Woche. Wir quatschen wieder ein bisschen über die letzte Woche, ein bisschen was über diese Woche und allgemein so ein bisschen was los ist, wie immer im Hintergrund, beziehungsweise im Vordergrund, weil im Hintergrund läuft nichts. Ihr könnt zugucken, wie ich hier Candybox laufen lasse und es eigentlich komplett ignoriere. Oder, keine Ahnung, ihr lasst mich einfach nur nebenher quatschen. Wie immer, Candybox unten verlinkt in der Videobeschreibung und, ja. Ansonsten, was gibt's Großartiges zu erzählen? Letzte Woche, beziehungsweise am Samstag, ist es mir aus Versehen passiert, dass ich mich verklickt hatte. Und außerdem ein Video für den 11., also für Sonntag, hochladen wollte. Und dementsprechend, das war das 20 Uhr Video und das habe ich erst viel zu spät gecheckt. Das habe ich dann irgendwann, kurz bevor ich schlafen gehen wollte, habe ich das gesehen. Mist, das ist nicht hochgekommen. Deswegen ist das um 23.30 Uhr hochgekommen. Das tut mir unheimlich leid. Ihr wisst, normalerweise seit, ich glaube, 2 Monaten ist mir es nicht mehr passiert, dass ich mal nicht passend hochgeladen habe. Aber naja, gut, wie heißt es so schön? Shit happens. Auch mir passieren mal Fehler und ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu tragisch und keiner hat da jetzt die ganze Zeit gewartet. Oh mein Gott, da muss aber das Video kommen, unbedingt. Wenn es mal nicht kommt, ich werde es auf jeden Fall immer wieder hochladen. Also dann kriegt er mal ein Video zu viel oder halt ein bisschen später. Das ist auch noch angekommen am gleichen Tag, halt um 23.30 Uhr erst. Aber im Normalfall kommt es irgendwann dann. Also meistens, wenn ihr am nächsten Morgen guckt, dann sollte es oben sein, wenn mir nichts Großartiges passiert ist. Gut, wie gesagt, passiert selten, aber es kann halt passieren, dass ich mal so im Stress bin, dass ich es nicht mitbekomme, beziehungsweise so in den Aufnahmen drin bin, dass ich es einfach nicht gesehen habe. Was weiß ich. Gut, lag daran, dass ich in dem Augenblick entweder Neptunia oder Vampire's Dawn weitergespielt habe. Weil die beiden spiele ich ja im Moment doch relativ ausführlich. Das Problem, was ich jetzt halt immer wieder habe, dass ich immer wieder an Stellen komme, wo ich sage, es wäre für einen Zuschauer total langweilig, mir zuzugucken, wie ich halt 5000 Mal den gleichen Gegner klatsche. Weil im Grunde, wenn ich dann halt sage, hey, ich gehe leveln, dann mache ich auch nur das. Dann mache ich nichts Großartiges Neues, dann besuche ich da keine großartigen Dungeons, wo dann storytechnisch total was abgeht. Dann mache ich nicht mal Sidequests. Dann haue ich da wirklich, dann stelle ich mich irgendwo in den Wald rein bei Vampire's Dawn oder stelle mich auf in irgendein Dungeon rein bei Neptunia. Und dann hau ich 5000 Mal den gleichen Gegner. Ich habe heute habe ich aufgenommen bis zu einer Stelle, wo ich gesagt habe, jetzt musst du leveln. Da habe ich dann 60.000 EP gefarmt mit ein und demselben Gegner. Und glaubt mir, 60.000 EP sind sogar eine ganze Menge. Wobei man sagen muss, ich habe eine Variante gefunden, die zeige ich euch dann auch nach diesem Level-Part. Weil das war 20 Mal der gleiche Gegner gekloppt. War halt ein Endboss und der war relativ easy sogar kaputt zu kriegen. Hat halt nur lange gedauert, also da hat einmal den Gegner killen irgendwie so knapp 5 bis 10 Minuten gedauert, am Anfang eher 10, am Ende eher so 5. Aber das war ganz lustig. Trotzdem, ich möchte halt nicht, dass ihr da ständig seht, boah, und wieder geht er zu dem Gegner hin. Und wieder haut er einfach nur drauf, weil ich stelle mich da wirklich mit den drei einfach drumherum.
und drückt dann immer die gleiche Taste. Also A, Y, 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 weil es die IFI ist. Und dann habe ich da auch oben den stärksten hingelegt auf Y. Das heißt, ich muss dann nur Y bei IFI durchdrücken. Bei Neptunia haue ich so lange, bis die Guard Points runter sind, auf A drauf. Dann haue ich A, X, 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 X. Oder A? Ach, keine Ahnung. Nee, A, X, 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 A. Hau ich dann drauf und bei Kompa ist es irgendwas, das ist vollkommen wurscht, da hau ich meistens A, 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 A durch. Und es ist für mich ja ganz okay, ich mache was, aber ihr würdet halt wirklich nur sehen, er rennt wieder zum Gegner. Wieder, wieder und wieder. Und ich finde das persönlich total langweilig. Naja, gut. Und da ist mir das halt passiert, während ich das halt gemacht habe. Ich glaube, es war Vampire Storm, wo ich da gelevelt habe. Wo ich dann halt gesagt habe, ja, gut. Das habe ich dann verschwitzt, da das 20 Uhr Video mal auf seine Richtigkeit zu überprüfen. Mache ich normalerweise immer. Aber in dem Falle halt einfach total vercheckt gehabt. Hatte halt noch Probleme mit dem Hochladen, weil da war ein Renderfehler, den hatte ich gesehen gehabt. Hab das Ding nochmal gelöscht, hab das nochmal neu hochgeladen und dann hatte ich halt die anderen drei Videos schon fertig gemacht. Dann habe ich das nachher überprüft. 14 Uhr ist drauf gewesen, 15 Uhr ist drauf gewesen. Wusste, ich habe ja am Morgen habe ich das schon gemacht gehabt. Du hast ja alle gemacht. Ja, Pustekuchen war es. Ich habe das 20 Uhr Video halt nochmal runterlöschen müssen, weil es war ein Fehler hinten dran. Gut, ist jetzt auch nicht so ganz tragisch, aber ist halt passiert. Shit happens. Es ist mir auch gleich noch ein zweiter Fehler passiert. Nämlich, habt ihr heute 5 Videos und keine 4. Was jetzt total tragisch ist. Denn ich war so schlau und habe einfach gesagt, ja, okay, cool. Was brauchst du für den Montag? Du brauchst den Vampire Storm Part, du brauchst den Neptunias Part, du brauchst Flash Game und du brauchst ein Spiel. Dass da aber der Evocast kommt, habe ich komplett außen vor gelassen, weil normalerweise müsste das Gameplay-Video ja ausfallen. So, dementsprechend habt ihr heute eine Paladins-Folge mehr. Die war auch nicht ganz so überragend, aber war halt ganz lustig und deswegen habe ich es auch eingenommen und naja, wurscht. Aber gut, auch solche Tage wird es geben, wo mal 5 Videos hochkommen, wenn ich dann halt mal nicht aufpasse. Weil ich fand es jetzt zu so schade, es nicht hochzuladen, beziehungsweise es war schon am Hochladen und war da schon fast fertig. Es ist mir auch erst nach dem Rendern und alles eingefallen. Also wirklich, ich war fertig mit dem Video und habe gesagt, du musst den Evocast für morgen noch aufnehmen. Du hast aber schon 4 Videos. Da ist was schief gelaufen. Wurscht. Dann kriegt er halt 5 Videos. Ist mir eigentlich relativ Latte. Ich nehme einfach mal an, dass das hier das 20 Uhr Video wird. Für alle Nachteulen unter euch um 21 Uhr werde ich dann ausnahmsweise noch ein Video bringen. Und ja, ihr könnt es heute schauen, ihr könnt es morgen schauen, wie ihr Bock habt. Oder ihr könnt es gar nicht schauen, wenn ihr Paladins nicht mögt. Das ist ja euch überlassen. Die nächste Sache, die ich ansprechen wollte, erstens, ist das mit dem Steam. Steam hat sich ja bei mir aufgehängt. Und immer wieder diesen App-Fehler da, App-Hang-B-One rausgeschmissen. Und das habe ich ja gelöst, indem ich Steam einmal komplett gelöscht habe und komplett neu installiert habe. Ende vom Lied ist jetzt halt nur, dass mir dadurch das Bloons Tower Defense 5 komplett gelöscht wurde. Also das
Der ganze Spielfortschritt ist komplett weg. Und das fand ich mega ätzend. Also das ist wirklich ärgerlich. Aber machst du nichts. Kann ich nicht ändern. Der ganze Spielfortschritt ist weg. Ich habe da auch keine Ahnung gehabt, dass ich da irgendwie gegensichern kann, muss, wie auch immer. Ich hoffe, dass es nicht noch bei irgendwas anderem ist. Ich habe nämlich jetzt gerade, wo ich es gesagt habe, habe ich an Dungeon Defenders 2 gedacht. Ich befürchte. Ja, okay, nee, dann drehe ich am Rad. Dungeon Defenders ist wirklich so das Letzte, was ich gerne, wo ich das nochmal machen möchte. Weil da sind über 400 Spielstunden reingeflossen in den Account. Also das wäre echt asozial. Das wäre noch schlimmer, als wenn man dann, mein Dead by Daylight Account weg wäre. Aber der ist noch da. Das weiß ich. Dead by Daylight, ja, ist auf jeden Fall noch da. Danach, ja, gut. Ich habe es jetzt schon wieder relativ weit hochgezogen. Ihr werdet also wieder mehr oder weniger höheres Gameplay sehen, wenn ich Tower Defense wieder aufnehme, also Bloons Tower Defense. Ich hoffe es einfach mal, dass ich es schnell wieder hinkriege. Ich spiele es jetzt jeden Abend nochmal also 2, 3 Stündchen. Lass das nebenher laufen und bin da auch schon relativ hoch wieder. Ist also kein Problem. Es gibt da halt Tricks, wie man schnell Gold farmt, wie man schnell, beziehungsweise Affendollar farmt. Und also, wenn ich das nächste Mal aufnehme, es wird wahrscheinlich so in 2, 3 Tagen sein, dann dürfte ich da alles wieder haben. Außer halt dem Rang. Der Rang ist halt ziemlich hoch gewesen, mit irgendwo knapp an die 70 war ich ja. Ich glaube, ich war sogar schon 70. Das dauert halt eine Ewigkeit, bis man da wieder hoch ist. Und ansonsten, ja, keine Ahnung. Werden wir sehen. Wir werden schauen, wie das weiterläuft. Aber es läuft auf jeden Fall weiter. Heißt jetzt nicht, dass ich damit aufhöre. Warum gehe ich da eigentlich rein? Das bringt mir überhaupt nichts. Ohne Samen und Rücksetzrolle. Ach, ist egal. Ist egal, machen wir so. Ah, da ist der Wizard. Und der ist ziemlich stark. Da bin ich gespannt. Ha. Gut. Nee, also das läuft. Irgendwie kriegen wir das auf jeden Fall hin. So, kriegen wir das Amulett mit? Nee, natürlich nicht. Nee, natürlich nicht. Wurscht. Werden wir sehen. Auf jeden Fall habe ich dann auch noch eine Ankündigung für die ganzen No Man's Sky-Zuschauer. Da ist ein Riesen-Update, hat jeder mitbekommen, der No Man's Sky noch verfolgt. Wer es nicht verfolgt, auf jeden Fall mal machen. Riesen-Update. Super viele Sachen, die neu gemacht wurden. Das Coole, und jetzt kommt's, es wird einem am Anfang gesagt, 8 GB RAM, 8 GB Arbeitsspeicher ist für alles auf der minimalsten Stufe die Minimalvoraussetzung. Ich kann euch sagen, selbst damit funktioniert es nicht. Ihr braucht da ich habe es nur gerüchteweise gelesen. Ihr braucht insgesamt knapp an die 64 GB, um das im Moment auf guter Qualität zu spielen. 64. Das heißt, jeder, der es im Moment spielt mit 8 bis 12, es ruckelt noch teilweise ein bisschen. Ich kann es mit OBS komplett knicken, also ich muss wirklich alles andere aushaben und muss wirklich auf minimalsten Einstellungen spielen, damit ich überhaupt irgendwie flüssigen Spielverlauf habe. Und sobald ich OBS auch nur aufmache, sobald ich es nur aufmache, fliege ich raus, habe ich keine Chance. Der reckt so hart, der PC in dem Augenblick. Mit anderen Worten, es wird wahrscheinlich so sein, dass ich No Man's Sky, bis ich noch ein paar Arbeitsspeicherige mehr habe, erstmal nicht aufnehmen kann.
Es tut mir leid, aber es geht nicht. Es funktioniert nicht. Es funktioniert ums Verrecken nicht. Also ich habe es wirklich versucht, so an sich. Es sieht geil aus und die ganzen Shader und alles, super geil gemacht und das neue, also die neuen Sachen, alle geil, aber es bringt nichts. Wenn ich OBS nur anklicke, ist das Ding kaputt. Also da habe ich Frame Drops, nur mal so am Rande auf irgendwo so 2 Frames. Zwei. Ich habe es schon mal erklärt, nochmal kurz. Normalerweise seht ihr alles, was ich aufnehme, in 60 Frames per Second. Das heißt, das, was ich in einer Sekunde habe, normalerweise an Bildern, das nehme ich dann einfach mal in einer halben Minute auf. Mit anderen Worten, das ist wie hier im Grunde Standbild. Außer dass da oben halt jetzt mal gerade eine Zahl läuft, aber wirklich, das ist Standbild und das funktioniert nicht. Ich muss gucken, ob ich es irgendwie hinkriege. Ich bezweifle es ganz stark, dass ich den PC jetzt in nächster näherer Zeit mit meinem Arbeitsspeicher soweit ausrüsten wollte. Ich wollte nämlich noch ein paar andere Sachen machen. Und trotzdem, da muss ich gucken. Kann also sein, dass No Man's Sky ein bisschen länger in der Winterpause hängen wird als die anderen Spiele. Aber okay, gut. Dann kommt auf den Platz von No Man's Sky halt Neptunia oder sowas. Aber ich denke mal, wir werden da auf jeden Fall was finden. Ist also kein Problem. So. Also, wie gesagt, sorry für alle No Man's Sky-Fans, aber es funktioniert nicht. Es funktioniert ums Verrecken nicht, weil OBS zieht zwar eigentlich CPU und zieht im Moment bei mir, wen es interessiert, 6,8, zwischen 6,1, also so zwischen 6 bis 7 Prozent der CPU-Leistung zieht OBS. Ich habe es ja schon mal gesagt, das ist der 593 oder 80, ich weiß es nicht. Also irgendwie 3.0, 8.0, 6.0, was weiß ich. Keine Ahnung. Ich könnte es nachgucken. Ja, ihr seht das jetzt einfach mal. CPU-Z. Mach mal auf. Ja. Mach mal auf. Also, wen es interessiert. Werbung für die SPD. auf jeden Fall ist das zwar schon einiges, also 7% sind schon einiges. Nein. So, aber Moment, wo sind wir denn? Ah, da, CPU. CPU. Da haben wir es. 539K, da haben wir es. Der hier ist es. An und für sich kein schlechter Prozessor, aber ist halt auch nicht mehr der neueste. 7,2 habe ich jetzt gerade gezogen auf OBS, aber wie gesagt, der zieht halt auch noch ein bisschen Arbeitsspeicher nebenher und das haut mich dann raus. In dem Augenblick haut es mich absolut raus. Ich darf wirklich keine Hintergrundprogramme offen haben. Ich darf nichts uploaden. Ich darf eigentlich nichts machen. Gar nichts. Und das ist bei mir selten der Fall, dass ich gar nichts nebenher offen habe. Und ja, ich habe es sowohl mit Studio als auch Software versucht. Software zieht ein bisschen weniger, was mich überrascht hat. Aber Studio, ich meine, Studio hat halt permanent den Vorschau-Modus an. Und das hat Software halt nicht. Aber das ist einfach. Nee, das war echt ätzend. Wurscht. Passiert. Ich werde es irgendwie gefixt kriegen. Also No Man's Sky habe ich ja versprochen. Wird auf jeden Fall weitergespielt. Vor allem, das ist jetzt auf jeden Fall eins der etwas cooleren Spiele geworden.
könnte aber sein, dass es jetzt nicht mehr so, ja, spielst du mal zum Einschlafen, sondern dass man wirklich da actionreicher ist, weil das Ganze mit dem Basenbau und man kann sich jetzt von der einen Ecke des Universums zur anderen Ecke teleportieren, wenn man da eine Basis hat. Man kann Handel betreiben und alles drum und dran. Was davon jetzt alles umgesetzt wurde, keine Ahnung. Ich habe es mir noch nicht angeguckt, weil ich habe mich wirklich hingesetzt und habe nur geguckt, ob ich es geladen bekomme. Und selbst das, nur diese zwei, drei Schritte, die waren schon zum Kotzen. Naja, gut, passiert. So, dann die nächste Sache. Mir hatte ja jemand geschrieben bei einem Flash-Game, um genau zu sein, bei Gunball Save Christmas, dass sie einen zweiten Part aufnehmen soll. Freut mich immer, wenn irgendwer irgendwas schreibt, was er gerne hätte, was cool wäre für ihn. Und wenn kein anderer was schreibt zu dem Thema, dann mache ich das. Dann mache ich das. Ist überhaupt kein Problem, zumindest bei den meisten Sachen nicht. Ich würde jetzt nicht nochmal Be the Santa spielen. Es ist ein absolutes Scheißspiel. Es ist so scheiße. Aber gut, irgendwo so Sachen, die witzig waren, die interessant waren, die spiele ich gerne nochmal. Mache ich auch, auf jeden Fall. Also da könnt ihr jederzeit fragen, ey, spiel das doch mal wieder oder das oder das. Also immer her damit. Vorschläge sind immer gern gesehen. Wollte ich an dieser Stelle auch einmal angesprochen haben. Dann in der Kommentarsektion ist ja inzwischen bei mir zumindestens von ein, zwei Leuten ein bisschen mehr los. Ich spiele da auf die Neptunia-Expertin, den Experten. Derjenige oder diejenige weiß auf jeden Fall, dass er angesprochen ist. Und mein Dauergast in den Kommentaren, hallo, derjenige weiß auch, dass er angesprochen ist. Die beiden sind ja relativ sogar aktiv, zumindest unter den passenden Videos. Was mir allerdings aufgefallen ist, was ich auch inzwischen häufiger in den Kommentaren habe. Das sind Leute, die irgendwas posten, links und dann auf Englisch, auf einem deutschsprachigen Kanal. Das ist irgendwie Blödsinn. Das ist wirklich Blödsinn. Ich hatte heute jemanden, der hat mir unter meinem Schattenpest-Video hat der mir einen Kommentar gelassen auf Englisch, wo er den Leuten gesagt hat, oh, da gibt's neues Update, bla bla bla, große Neuankündigung, hat einen Link gepostet und hat dann meinen Videotitel darunter geschrieben. Und ich weiß nicht, wohin dieser Link führt. Ist mir auch scheißegal. Und das sollte euch auch scheißegal sein. Wenn jemand einen Link postet, nicht draufklicken. Klickt ums Verrecken nicht darauf. Das ist scheißegal, wie vertrauenswürdig diese Person ist. Klickt nicht drauf. Alle Links, die in den Kommentaren gepostet werden, gerade bei YouTubern von meiner Größe, sind mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit entweder ein Virus, ein Trojaner, Malware oder sonst irgendein Scheiß. Deswegen lasst es, bitte nicht draufklicken. Und wenn ihr draufgeklickt habt und es da irgendwas zum Download gibt, dann erst recht nicht draufklicken. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euch damit den kompletten Computer schrottet, die ist viel zu hoch, viel zu hoch. Das kann ich euch nur versichern. Das unterstütze ich nicht. Wenn jemand irgendwo einen interessanten Link hat, der sagt, ey, das musst du unbedingt mal machen, dies, das und jenes, oder irgendwie mir was zukommen lassen möchte, könnt ihr das tun. Dann seid euch aber bitte sicher, dass ich den dann poste und nicht ihr. Wenn ihr das in die Kommentarsektion schreibt, lösche ich diesen Kommentar und melde euch als Spammer.
Habe ich mit demjenigen auch gemacht. Den habe ich gleich blockiert, nebenher noch. Einfach aus dem Grunde, weil ich sowas überhaupt nicht. Ich möchte das Risiko nicht eingehen, dass ihr da irgendwie infiziert werdet von irgendwas. Hat mich einen Abonnenten gekostet im Übrigen, nur mal so am Rande. Es ist mir aber egal. Es ist mir lieber, dass ich solche Leute direkt kategorisch ausschließe. Weil es geht nicht. So jemanden möchte ich nicht in den Videos haben. Und wenn da nur einer draufklickt, irgendwann, aus irgendeinem blöden Grund, dass er aus Versehen da draufklickt, weil er gedacht hat, das wäre von mir gepostet oder sowas, und dann da draufklickt und sich den PC verseucht, möchte ich nicht. Möchte ich nicht, vor allem weil im Moment einige Verschlüsselungstrojaner rumgehen, möchte ich nicht. Deswegen, solche Leute werden gebannt. Wenn ihr mir was schicken wollt, an Links, entweder über Steam oder über Facebook oder über über Twitter. Nicht in die Kommentare, dafür werdet ihr gelöscht und als Spammer markiert. Deswegen, ich kann es nicht oft genug sagen, bitte nicht, nicht. Nicht, nicht machen. Gar nicht. Wen ich auch halt öfter in den Kommentaren da lasse, rausschmeiße, das sind diese ganzen Zapf-vor-Zapf-Geschichten. Also, hey, cool, dein Content gefällt mir super. Erste Sahne, das wird noch, für dich wird das noch sehr weit gehen. Abo und Like hast du da. Schau doch mal bei mir vorbei. Nein. Nein. Ich meine, einer, der hat sich da wirklich Mühe mitgegeben irgendwann mal. Der hat dann so einen ewig langen Text geschrieben. Ja, aktiver Support und so weiter und so fort. Nein. Nein, 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 nein. Eine Sub-for-Sub-Geschichte werde ich niemals mitmachen. Niemals. Mache ich nicht. Warum mache ich das nicht? Ganz einfach aus dem Grunde, weil es mir nichts bringt. Ich schaue den meisten Content von kleineren YouTubern nicht, oder wenn ich ihn schaue, dann finde ich den selber und nicht über irgendwie meine Kommentare. Ich schaue mir selten jemanden, der nur einen Kommentar postet, an. Ich schaue mir so beim zweiten, dritten, vierten, fünften Mal, wenn jemand was postet, schaue ich mir an, hey, mit wem habe ich es da überhaupt zu tun? Das mache ich aus dem Grunde, weil ich schon mal mit jemandem geschrieben hatte, der 80.000 Abonnenten hatte und dann auf einmal blöd geguckt habe, als ich das gesehen habe. Aber wer einmal nur was postet bei mir unter die Kommentare, den ignoriere ich, also ignoriere nicht, also dem antworte ich zwar auch, aber wenn da drin steht, ey, guck mal bei mir vorbei und kannst ja ein Abo dalassen bei mir. Nein, 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 mache ich nicht. Auch da wieder einfach kommt in Spam-Ordner rein, wird vollkommen ignoriert. Solltet ihr auch tun, wenn ihr so jemanden seht, habt ihr meine vollste Unterstützung, wenn ihr dem dann sagt, ey, hier, da hinten ist die Fahne und gib ihm. Dann ist der raus. Denn sowas möchte ich absolut nicht unter meinen Videos haben. Feierabend. Ist halt so. Tut mir leid für diejenigen, die halt immer noch der Meinung sind, auf YouTube können wir nur noch erfolgreich werden, wenn man sich gegenseitig subbt. Ja, natürlich wird man nur erfolgreich, wenn man sich gegenseitig subbt und halt auch supportet. Aber dann mach das doch mit vernünftigem Content. Wenn du vernünftigen Content hast und dann aktiv in YouTube dabei bist, dann ist das doch besser, als wenn du dann irgendwie hingehst und sagst, hey, lass mal ein Abo bei mir da. Das verstehe ich ums Verrecken einfach nicht, warum Leute das immer noch machen. Habe ich aber ungefähr alle 2 Tage unter irgendeinem Random-Video, was schon 3 Monate draußen ist, habe ich das dann einmal drauf. Eigentlich immer. Und deswegen alle rausgelöscht. Alle raus. Die schmeiße ich alle raus. Sowas möchte ich nicht. Und wenn ihr wirklich aktive Unterstützung haben wollt von mir,
Entweder ihr überzeugt mich wirklich von eurem Content, was sehr, 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 sehr schwierig wird, weil ich sehr, sehr kritisch bin bei Videos. Oder, und das ist die nächste Möglichkeit, ihr fragt mich einfach nach einer Kollaboration. Das ist genauso gut möglich und kostet kein von uns irgendwie Zeit und Nerven. Nichts, gar nichts. Da könnt ihr immer fragen. Also für Kollaboration bin ich immer zu haben. Ich habe jetzt vor kurzem einen, ich glaube gestern war es, oder vorgestern, wurscht, habe ich bei Dead by Daylight wieder einen Twitcher gesehen, war ein Deutscher zum Glück, den habe ich dann auf seinem Twitch-Kanal besucht. Da habe ich auch einfach mal im Twitch, habe ich mit dem 3 Stunden noch weitergezockt. Also ich bitte euch, sowas immer, mache ich immer mit. Da bin ich vollkommen offen für. Aber bitte nicht hier von wegen, hey, lass doch ein Abo bei mir da, ich habe auch eins bei dir gelassen. Und dann sind es nämlich die geilsten, weil bei meiner Größe weiß man seine genaue Abozahl. Ich weiß, dass ich zurzeit 155 Abonnenten habe. Wenn sich dann nämlich meine Abozahl komischerweise immer noch bei 155 befindet, dann kann da irgendwas nicht stimmen, oder? Also das sind immer die geilsten. Deswegen, sowas ignoriere ich gnadenlos. Und das solltet ihr, wenn ihr YouTuber seid, auch so ungefähr in meiner Größe, solltet ihr sowas auch einfach ignorieren. Was heißt in meiner Größe? Ist vollkommen wurscht, in welcher Größe. Das braucht kein Herr Gronkh sein. Also Gronkh braucht das nicht und ich brauche das auch nicht. Nicht, dass ich mich mit Gronkh vergleichen möchte. Doch, ich bin ja auch ein YouTuber wie er. Feierabend. Gibt keinen Unterschied. Er hat ein paar, ein, zwei Abos mehr als ich, aber kein YouTuber muss auf jeden Fall diesen Mist mitmachen. Deswegen, also Bullshit. Nicht machen, ignorieren einfach und gut ist. So. Ganz, ganz viel über die Kommentare jetzt gequatscht. Ist mir aber wichtig. So, das nächste, was ich ansprechen wollte, ist nämlich. Machen wir das als erstes oder machen wir das als erstes? Ich würde sagen, wir machen als erstes mal das Monatsspecial. Das Monatsspecial kommt ja wie immer irgendwo so Mitte, Ende. Also ich glaube, ich habe es schon mal angesagt, entweder 21. oder 23. 21. hatte, glaube ich, dafür gesprochen, dass da Mittwinter ist. Einfach um zu sagen, hey, es ist Mittwinter. Und der 23. einfach zu sagen, ey, einen Tag vor Heiligabend. Da bin ich mir noch nicht sicher. Werden wir sehen. Muss ich schauen. Die Sache ist, was wird es als Monatsspecial? Ich habe mehr als eine Idee. Das Problem, das, was ich im Moment am größten feiern würde, wirklich am liebsten spielen würde, das ist eigentlich ein Spiel, was nicht durchzuspielen ist. Das kann man nicht durchspielen. Deswegen wird es für mich sehr schwierig, da ein Monatsspecial draus zu machen. Ich könnte es halt ewig lange als Projekt laufen lassen. Da könnte ich locker 5000 Folgen rausholen. Und damit dürfte ich dann sogar das Format sein mit den meisten Folgen. Müsste eigentlich so sein. Was ist denn sonst das größte Format? Das würde mich mal echt interessieren. Also wenn es jemand zufälligerweise weiß, welcher YouTuber das längste laufende Format hat, der dürfte mir das gerne mal schreiben. Weil das würde mich echt interessieren. Aber das Projekt, wie gesagt, das könnte ich theoretisch 30 Folgen lang machen. Das könnte ich aber auch genauso gut 5000 Folgen lang machen. Und ich würde trotzdem noch immer was zu tun finden. Und das ist so die Sache. Ja. Wird schwierig, da dann halt irgendwann mal zum Ende zu kommen. Deswegen, ein bisschen traurig.
Ich würde es halt gerne spielen. Ich werde es wahrscheinlich. Ich habe auch schon vor einer Ewigkeit die Genehmigung dafür eingeholt und muss mal gucken. Das zweite ist auch so etwas, wo ich gesagt habe, kannst, ist auch wieder nicht zum Durchspielen. Das ist wieder sowas, sowas wie Isaac. Ist Richtung Isaac das Spiel. Das funktioniert nicht. Das ist ein Run, der halt ein bisschen länger dauert, aber wurscht. Das kannst du halt nicht durchspielen. Und jetzt kommen wahrscheinlich die Leute, doch, man kann Isaac durchspielen, wenn man 101% Achievement hat. Ja, dann kann man das durchspielen. Aber dann zeigt mir mal bitte jemanden, der in 24 Stunden komplett Isaac durchgezockt hat. Ohne irgendwie zu cheaten oder sowas. Also das wird ultra schwierig. Es wird wirklich ultra schwierig, weil man muss ja auch jedes Item mitgenommen haben. Man muss ja jede bekloppte Challenge gemacht haben. Man kann nicht in jedem Run Hush besiegen. Das heißt, da muss man auch auf Glück hoffen. Dann muss man die ganzen Challenges machen und so weiter und so fort. Dann gibt es auch, soweit ich es weiß, keinen Menschen, der so hart in Isaac ist, dass er da sagen kann, hey, wir rennen immer durch und gewinnen jeden Run. Sieht bei mir teilweise so aus, als ob ich eigentlich 95% meiner Runs gewinne. Nein. Nein. Nein, definitiv nicht. Nein. Also ich würde eher sagen, 95% meiner Runs sind so scheiße, dass ich sie nicht hochladen kann, weil ich da irgendwie in der zweiten, dritten Ebene abkacke. Meistens dann wegen eigener Inkompetenz, aber nein. Nein, ist definitiv so, dass ich auf gar keinen Fall sagen würde, dass jemand so gut in Isaac ist, dass er jeden Run gewinnt. Es gibt nun mal einfach Runs, die sind ungewinnbar, weil keine Figur von Anfang an stark genug ist. Und ich habe wirklich schon Runs gehabt, wo ich erste Ebene habe ich Solmilk gefunden. Eventuell hab ich dann Curse of Unknown gehabt, also hab's mitgenommen, random. Hab dann irgendwie es zum Boss geschafft und dann kriege ich nur noch HP-Ups und kein Devil Deal und keine Soul Hearts und dann kriege ich in der zweiten Ebene Brother Bobby, in der dritten Ebene finde ich Sister Maggie und so zieht sich das durch den Run durch und dann verliert man den Run. Das ist nun mal so. Also dann verliert man diesen Run. Zu 100%. Zu 100%. Da gibt es keinen, der so hart in Isaac ist, dass er das schafft. Wenn der Damage halt fehlt, dann sitzt ihr da eine Ewigkeit. Eine Ewigkeit und irgendwann werdet ihr halt getroffen. Es geht nun mal nicht. Deswegen unheimlich schwierig, sowas dann zu gewinnen. Wie bin ich da jetzt eigentlich drauf gekommen? Ach, richtig. Monatsspecial. Die Sache ist halt. Mir schwirren einige Ideen im Kopf rum. Moment. Sieht man das jetzt? Ups. Ja, sieht man. Da habt ihr kurz Steam gesehen und dann ist Steam auch schon wieder weg. Da muss ich jetzt kurz was gucken. Keine Sorge, Dungeon Defenders war offen, also von daher wurscht. Wer hat denn da die Rechte dran? Garantiert nicht. Garantiert nicht. Von denen eine Duldungserklärung? Boah. Das sind drei Studios, drei Publisher. Drei Publisher, die ein Spiel zusammen gemacht haben. Das sagt ja alles. Also es kann ja nur ein Spiel sein. Aber von dem Studio eine Duldungserklärung? Ich bin mir da nicht sicher. Moment, ich kann mal eben nachgucken. Das könnte man auch noch spielen, aber ich bezweifle ganz stark, dass ich da eine Duldungserklärung halt für kriege und die brauche ich halt vorher.
Nee, also ich habe mehrere Ideen. Und so jemand wie EA oder sowas, die schmeißen ja die Duldungserklärung raus ohne Ende. Aber was weiß ich? Mal schauen. Was? Nee. Nee. Okay, der erste Publisher, da wo ich gesagt habe, das gibt ganz harte Probleme, die erlauben sogar Monetarisierung. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Nee. Ehrlich jetzt? Nutzergenerierte Inhalte im Rahmen oder andere nutzergenerierte kommunizieren, erreichen, hochladen oder in anderer Weise zugänglich machen, sodass diese für jedermann zugänglich sind und von jedermann angesehen werden können. Der Zugang zu solchen Features kann Altersbeschränkungen unterliegen. Sie, ja, das wird nämlich im Monatsspecial 16 plus. Sie sind nicht berechtigt, nutzergenerierte Inhalte einzureichen oder hochzuladen, die diffamierend, belästigend, bedrohlich, voreingenommen, hasserfüllt, gewalttätig, vulgär, obszön, pornografisch oder in anderer Weise anstößig sind oder andere Personen oder Organisationen schädigen bzw. nach vernünftiger Auffassung schädigen können. Wobei es keine Rolle spielt, ob die betreffenden Inhalte gesetzlich geschützt sind oder nicht. Okay, cool. Aber das darf man hochladen. Die darf man wirklich hochladen. Ist ja geil. Das hätte ich jetzt nicht gewusst. Natürlich könnt ihr das, was ich jetzt gerade vorgelesen habe, einfach nachgoogeln und dann dürftet ihr auch ziemlich safe auf die Seite kommen. Trotzdem wisst ihr nicht, was für ein Spiel ich jetzt gerade meine. Geil! Ich glaube, ich habe mal ein Monatsspecial. Moment. Einzige Sache. Das nehmen wir. Das nehmen wir. Ich hab mein Monatsspecial. Geil. Ja, cool. Haben wir das auch geklärt? Okay. Die Sache ist halt, da muss ich halt immer gucken, was ich halt nehme. Und diesmal wird es das. Das wird ziemlich lustig. Das wird ultra lustig. Ich habe auch schon überlegt, ob ich einmal so einen kompletten, so einen 12-Stunden-Stream, beziehungsweise 12-Stunden-Aufnahme mit dem D auf Terraria nehme. Aber da habe ich dann auch gesagt, naja, nee, lass mal stecken. Ups. Weil die letzte Terraria-Aufnahme, die ist noch nicht fertig. Eventuell sollte ich die auch mal schneiden. Wobei ich habe ja gesagt, Terraria ist ja auch in der Winterpause. Gut, ich hatte noch eine zweite Sache, bevor ich mit dem Monatsspecial angefangen habe, aber da weiß ich schon wieder nicht mehr, was es war. Das war wahrscheinlich ihr. Das war sogar was Wichtiges, aber war gelogen wahrscheinlich. Was war denn das jetzt? Gott verdamm ich. Ach, scheiß drauf. Ich hätte es mir vorher aufschreiben sollen, aber das ist mir auch erst im Eurocast jetzt gerade gekommen. Stimmt. Achso, das habe ich letzten Evocast schon vergessen. Ich habe ja erzählt gehabt, dass der D selbst was machen möchte. Ein Video von irgendwas, was ich nicht spoilern möchte. Da ist ihm ein kleiner Fehler passiert und deswegen dauert das noch länger, aber ich möchte ihm da keinen Druck machen. Ne? Da hat er mir ja gesagt, oh mein, weil er hatte das Ding schon hochgeladen und ja, seien wir ehrlich, die Audioqualität war scheiße. Es war so zum Kotzen, das Ding. Und da habe ich dann halt gesagt, komm, nimm's noch mal auf. Ich mache ihm keinen Stress und das sollte er eigentlich wissen, dass ich ihm keinen Stress mache. Aber er hat es halt aufgefasst, als ob ich ihm da Stress machen würde. Und nein, mache ich halt nicht. Mache ich nicht. Und brauchst dir keine Sorgen machen. Wir kriegen das hin. Ja.
Heat up the water in the cauldron. Okay. Werde ich dann nächstes Mal machen, wahrscheinlich. Auf jeden Fall, da, wie gesagt, keinen Stress machen. Einfach ganz gechillt. Wenn du fertig bist, bist du fertig. Wenn du halt nicht fertig bist, bist du halt nicht fertig. Feierabend. So einfach ist das. Better thwart. Go for a quest. Go for an epic quest. Und demnach macht ihr ihm da auch besser keinen Stress, sonst wird er sauer auf mich. Nein, also da macht ihm, da denke ich, macht ihm keiner Stress. Ich erst recht nicht. Und das sollte er aber auch eigentlich wissen. Vor allem habe ich auch überlegt, ob ich sowas wie Strategiespiele reinnehme. Aber auch mir ist durchaus bewusst, dass in Strategiespielen halt öfter mal so die Sache ist, das sind so Außenseiter-Spiele. Ja. Und das wird halt. Das wird halt merkwürdig, wenn ich dann eins da spiele. Aber mal gucken, vielleicht spiele ich ja doch eins. Wenn, dann habe ich auch schon eins im Kopf. Weil es gibt da ein ganz lustiges Spiel. Und das würde ich gerne spielen. Aber man muss mal gucken, ob sich das durchsetzen könnte. Werden wir sehen. Gott verdammt mich, was war denn das für eine Scheiße nochmal? Ich komme nicht drauf, was es war. Gott verdammt mich, ey. Naja, wurscht. Das mit den Rändern im Moment, also falls es irgendwem noch nicht aufgefallen ist, seit dem 1.12.2016 habe ich um jedes Video einen Rand geschnitten. Jeden Tag ein neues Video, ach, einen neuen Rand. Da wüsste ich gerne einmal, wie die für euch sind. Es gibt welche, die ich persönlich super geil finde. Das muss ich eben gucken. Nicht, dass ich jetzt schon Rand spoiler. Den Morgen, den finde ich super geil zum Beispiel. Es gibt welche, wo ich sage, ja, die sind ganz okay, aber die sind halt so, ja, halt nur ganz okay. Aber morgen den Rand, den finde ich super geil. Den Rand von heute finde ich zum Beispiel auch super geil. Aber morgen ist der geilste Rand überhaupt, meiner Meinung nach. So, und da wüsste ich gerne, wie das bei euch ankommt, weil man kann sowas halt immer machen. Bis zum 24. ziehe ich das auf jeden Fall durch. Aber ich wüsste gerne, wie das bei euch ankommt. Ob ihr sagt, yo, das ist eine super Sache, auf jeden Fall weiter so machen. Dann könnte ich mir das durchaus vorstellen, dass ich dann halt wöchentlich den nur wechsle, weil jeden Tag den ganzen Rand neu zu machen, schwierig, muss man halt wirklich sagen. Also ist wirklich schwierig. Aber halt wöchentlich kann man das machen oder halt projektmäßig. Also dass ich wirklich sage, wie bei Vampire's Dawn, wo ich ja den Rand habe, wo ich ja nicht diesen farbigen Rand drumherum habe. Diesen Weihnachtsrand drumherum habe. Ob ihr da sagt, dass ich das für jedes Projekt einhaben könnte, sollte. Ob euch der zu dünn ist, ob euch der zu dick ist, ob der euch stört, ob der super geil ist, weil es mal was anderes ist. Weil so mit Gameplays und dann mit dem Rahmen drumherum wüsste ich jetzt eigentlich keinen, der das sonst so macht. Also so spontan fällt mir da keiner ein. Zumindest von den Großen kenne ich keinen. Wurscht. Aber da wüsste ich halt gerne, wie ihr darüber denkt. Also wenn ihr sagt, nee, das Ding sieht total scheiße aus, macht das weg, dann wird das nach dem 24. nicht mehr kommen. Außer halt bei sowas wie Vampire's Dawn. Vampire's Dawn war halt so am Anfang. Ich habe es gezogen und geschoben und habe gedacht, ja, komm, du kannst das ja auf 19.20.080 ziehen. Das Ganze ist halt in 4 zu 3 Formats, das kann man auch nicht umstellen.
Und da habe ich mir gedacht, weißt du was, machst du aus dem 4 zu 3 Format einfach weiter in 4 zu 3 und machst dann am Rand, machst du noch was hin, dann wird es 16-9. 16-9 ist es, ne? Vertue ich mich jetzt gerade? Nee, es ist 16-9. 1920, 1080 ist 16-9. Oder? Es müsste 16-9 sein. 1920 geteilt durch 1080 ist gleich 1,7. Ich hätte das gerne als Bruch. Geteilt durch 9 ist. Ja, okay. Ist ein 16 zu 9 Format. Ja, also wie gesagt, das ist. Das ist so eine Sache gewesen, wo ich gesagt habe, mach da einfach einen Rand hin, sieht schöner aus. Außerdem kann man es gut nutzen als Werbung für das passende Buch zu Vampire's Dawn. Ja, es gibt ein Buch zu Vampire's Dawn. Und da ist das nämlich das Cover von. Also die Seiten sind das Cover vom Buch. So wie ich das gesehen habe. Ich habe das Buch noch nicht, selbst nicht gelesen. Aber wenn ich es irgendwo finde, dann werde ich das auf jeden Fall kaufen. Stimmt, das gibt es, glaube ich, sogar nur auf Deutsch. Vampire's Dawn ist, glaube ich, ein deutsches Spiel. Werden wir gucken. Eventuell lese ich da mal was vor. Ha, das können wir ja auch mal machen. Ich kann mich ja mal hinsetzen und kann mich dann mal im Lesen üben. Haha, das wäre cool. Nein, definitiv nicht. Definitiv nicht. Müssen wir schauen, wie wir das mal machen. Vielleicht stelle ich das Buch mal vor. Eine Buchvorstellung. Ich werde noch zum Literaturkritiker. Naja, nee, das ist Bullshit. Und trotzdem hatte ich noch irgendwas anderes, was ich sagen wollte und habe es vergessen. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, wurscht. Eigentlich wollte ich den Evocast diese Woche viel, viel kürzer halten. Und trotzdem quatsche ich schon wieder viel zu lange eigentlich. Es tut mir schon wieder leid. Sorry für die Leute, die sich immer beschweren, dass meine Videos zu lang sind. Aber ist halt so. Ist halt so bei mir. Solltet ihr inzwischen relativ gut kennen. So, eine Sache habe ich noch. Und zwar werde ich mich so langsam einmal. Ich denke, ich habe genug Videos inzwischen gemacht, dass ich mich jetzt so langsam dran begeben werde und mir ein Intro beziehungsweise ein Vorstellungsvideo schneiden werde. Wenn ihr irgendwo eine Szene habt, die ihr ultra geil fandet oder ultra prägnant fandet für mich, also sie muss auf jeden Fall ultra sein, kann aber auch mega sein. Ihr wisst, was ich meine. Dann würde ich mich da auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir die einmal einschicken könntet oder sagen könntet, hey, das Video war so geil, da habe ich so drüber gelacht oder da habe ich mir so an den Kopf gepackt oder. In dieses Vorstellungsvideo werden auch Szenen kommen, die ihr nicht gesehen haben könnt, weil es da Isaac Runs gibt, Paladin Runs gibt, alles. So, Paladin Runs, Paladin Runden. Paladins Runden. Dann gibt es. Ah, ich weiß ja, was ich meinte. Moment. Da. Moment. Machen das noch eindeutiger, dann vergesse ich das nicht. Da. Sehr schön. Das sind halt so. Ja. Das sind so Sachen, die an und für sich cool waren, aber halt nicht cool genug waren. Also an und für sich, es gibt in Isaac Runs fast immer irgendwo eine Stelle, wo ich sage, hey, die war richtig geil, aber im Endeffekt gibt es halt, also ich hatte schon bei einem Run, den ich auf jeden Fall mit reinnehmen werde, da bin ich 5000 Mal, gefühlt wirklich 5000 Mal durch ein und dieselbe Tür gelaufen und Curse of the Maze hat mich 5000 und einmal hat er mich zurückgesetzt gehabt. Der hat mich ständig wieder zurückgeschmissen. Da hat er mich zwei Räume zurückgeschmissen. Ich wollte eigentlich nur noch die Ebene runter und gut war.
Und ich habe da wirklich so hart geraged. Ich bin da wirklich 3 Minuten am Stück bin ich da durchgerannt. Und durch, und durch, und durch. Immer wieder zurück. Und so eine Szene, oder solche Szenen, wo ich dann wirklich hart rage, oder wo ich mich total ablache, oder wo ich total faile. So eine Szene oder solche Szenen werde ich zusammenschneiden und werde dann ein Intro-Video machen. Einfach um es mal so langsam zu ermöglichen oder den Leuten zu ermöglichen, direkt auf den ersten Blick zu sehen, was macht der Typ eigentlich? Was geht bei dem Typen im Kopf vor? Das weiß ich selber nicht. Aber naja, gut. Irgendwie sowas sollte dann ein Ziel des Ganzen werden. So, und das, was ich jetzt vergessen hatte, bezog sich nämlich noch auf Vampire's Dawn. Die letzte Aufnahme von gestern im Übrigen, also die habe ich aufgenommen, die ist noch nicht hochgeladen, der braucht jetzt nicht nachsuchen. Da ist mir OBS abgeschmiert. Also nach 17 Minuten oder so war das Video einfach aus. Warum auch immer. Also man muss sich vorstellen, ich speichere das Ding auf eine Festplatte mit 8 Terabyte ab. Und davon sind zurzeit genutzt. Moment, auf Eigenschaften kann ich das nachgucken, wie viel genutzt wird. Habe ich 614 GB genutzt. Das ist halt wirklich die Festplatte, wo nur Videos und Thumbnails drauf sind und nichts anderes. Und ironischerweise sind da nicht mal alle drauf, weil da sind schon welche rübergeschoben worden auf eine zweite Festplatte, die hat auch noch mal 8 TB. Und die hat... Moment, hallo? Hallo? Wo bist du? Mach mal dich zu. Und dich machen wir mal auf. Der hat nämlich schon 1,14 TB. Also das ist meine Backup-Festplatte. Die benutze ich halt nie. Und da sind auch noch ein paar andere Sachen drauf. Aber fast alles da drauf sind halt Videos von meinen Gameplays. Und Thumbnails und... Ach, Akustik und allen Scheiß. Irgendwas, wo wir irgendwo mit rumprobiert haben. Ich habe ja früher ein anderes Kanalbild gehabt und so weiter und so fort. Also das ist alles. Es war alles ein bisschen, ja, alles durcheinander. Und das, ja, keine Ahnung. Das sind so. Die muss ich alle durchgehen. Die ganzen Videos. Ich bin gerade geistig schon am Schlafen. Weiß ich nicht. Nee, also die Videos werde ich jetzt alle durchgehen. Ich werde alle Gameplays einmal durchgucken. Ich werde alle meine abgespeicherten Videos, wo ich weiß, dass ich sie nie hochgeladen habe, werde ich einmal durchgucken. Werde gucken, ob ich da irgendwas Lustiges finde. Und dann im Endeffekt werde ich denke mal, so ein 3 Minuten Video wird da angepeilt zur Vorstellung des Kanals. So, das Ganze wird dann aber, ich weiß gar nicht, kann man das auf privat schalten, sodass ihr das eigentlich nicht anklicken könnt, aber ich das benutzen kann für die Kanalvorstellung? Geht das? Das muss ich dann später mal ausprobieren. Aber ich glaube, das müsste gehen. Ah, egal. Ihr werdet es dann sehen. Beziehungsweise alle Abonnenten werden das nicht sehen, weil Abonnenten kriegen ja immer vorgeschlagen, was so am neuesten jetzt gerade ist und so weiter und so fort, weil ihr wisst ja schon, was für einen Kanal ihr da ungefähr abonniert haben solltet. Solltet ihr zumindest wissen. Und wenn ihr es trotzdem sehen wollt, dann könnt ihr es ganz einfach machen. Loggt euch aus. Sucht einfach in YouTube Klein Evo, klickt auf den Kanal drauf und dann sollte, wenn alles gut geht, das Video starten. Ich möchte das eigentlich noch vor Ende des Jahres fertig haben. Wird ein bisschen schwierig, aber ich hoffe, ich kriege es hin. Ich hoffe, ich kriege es hin. Ich hoffe, ich habe mir nicht den Magen verdorben.
Ich habe nämlich Wurst gegessen, die irgendwie ein bisschen komisch geschmeckt hat. Und anstatt, dass ich sie dann liegen gelassen habe, nein, da habe ich dann 4 Stück von gegessen. Ich glaube, das war ein bisschen blöd. Ja, ich weiß, meine Mutter wird mich jetzt schon wieder dafür köpfen. Aber die anderen 4, die waren okay. Die erste war ein bisschen schlecht. Die habe ich auch liegen gelassen. Wie ich jetzt gerade darauf komme, ich muss nämlich jetzt gleich noch was zu essen machen. Und gucke jetzt gerade auf den Teller, der neben meinem PC noch steht. Und da liegt so ein angebissenes Wurststückchen noch drauf. Und ich habe noch Rosenkohl im Kühlschrank. Nee, ich mache Pfannkuchen. Pfannkuchen gehen schnell und sind lecker. In diesem Sinne. Achso, ja. Happy dritten Advent nachträglich. In diesem Sinne, ich wünsche euch. War doch der dritte, oder? Ja, ist wurscht. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Wie gesagt, um 21 Uhr kommt noch ein weiteres Video. Hoffe, wir sehen uns am nächsten Video wieder. Und haut rein. Bis dann und ciao, ciao. Tschüss.